Ja, guten Abend. Flugpost am Rhein und am Main ist allgemein bekannt. Ich stelle heute die Rahmen vor, die wir im Teamwettbewerb in Bautzen präsentieren werden. Wir sind fünf Teilnehmer, wie die meisten ja wissen. Und mein Beitrag ist eben die Flugpost vom Rhein-Main. Ich habe hier die Blätter, die nachher in die Rahmen sollen, praktisch vorgestellt, stelle die praktisch vor, mit zwei, drei Ergänzungen, die ich dazwischen habe. Ich möchte das Ganze jetzt nicht nach Punkten rote Karten, grüne Karten, sonstige Karten, sondern mehr wie eine kleine Geschichte erzählen. Das heißt, ich will die Flugwoche anhand der mitwirkenden Gruppen und Akteuren schildern. Vielleicht ganz kurz, die Flugwoche, wie wir hier sehen, war vom 10. Juni bis 23. Juni 1912 und wurde veranstaltet von der Zentrale für die Mütter- und Säuglingspflege im Großherzogtum Hessen-Darmstadt. Die Veranstalter waren Großherzogin Eleonore und Großherzog Ernst Ludwig. Die Flugpost ist insofern erstmalig, als damals nicht nur von einem Ort zum anderen Karten befördert wurden, sondern tatsächlich Karten von mehreren Städten im Rhein-Main-Gebiet befördert wurden und nach jedem Ort der Welt aufgegeben wurden. Vorbedingung war lediglich, dass sie eine Strecke mit einem Fluggerät, einer Flugmaschine oder einem Luftschiff befördert worden sind. Insofern nimmt diese Veranstaltung für sich in Anspruch, erstmals Flugpost im Wortsinne oder Luftpost gewesen zu sein. Insgesamt wurden 433.000 Karten in diesen 2 Wochen befördert. Schon vorher gab es Beförderungen mit Flugzeugen oder auch mit Heißluftballons, die Ballon Monté bei der Besatzung von Paris durch die Deutschen sind ja allgemein bekannt. Aber die Beförderungen, die von A nach B gingen, also zwischen zwei Städten, beispielsweise in Indien, oder in Großbritannien zwischen Windsor und London, waren eben auf 2 Städte beschränkt und nicht in den allgemeinen in den allgemeinen Postverkehr eingeordnet. Zu diesem Gebiet sind in letzter Zeit einige neuere Publikationen erschienen und die Publikation, die ich unten von Leo Herrschlein erwähnt habe, Flugpost am Rhein und am Main, eine Betrachtung, die er im Eigenverlag herausgegeben hat. Und ich freue mich außerordentlich, dass Herr Herrschlein heute hier ist, um alle Fehler, die ich hier mache, gleich korrigieren zu können. Herr Herrschlein hat seine Betrachtung im Wesentlichen an den vorhandenen Karten und an deren Flug aufgebaut. Das zweite, was ich auf das ich hinweisen möchte, ist das Buch von Hans-Ulrich Euler und Hagen Hahn. Hagen Hahn ist auch Mitglied bei uns hier im Verein und sie haben ihr Buch genannt Weltweiter Beginn der Luftpost und Flugpionier August Euler. Man sieht schon, Euler, Euler. Und auf Euler komme ich gleich zurück. Herr Hans-Ulrich Euler, emeritierter Professor der Universität Linz, ist der Enkel des Flugpioniers August Euler.
Und Hagen Hahn hat seit Jahren, Jahrzehnten eine Sammlung zu diesem Thema aufgebaut. Die beiden ergänzen sich insofern sehr, sehr gut, als Hagen Hahn die Marken und die Postbeförderung in diesen 2 Wochen zusammenfasst, während Euler mehr die Hintergründe aus dem Familienarchiv und dem Bundesarchiv in Koblenz zusammengebracht hat. So diese beiden sind eben neue Erscheinungen, die, wie Herr Herrschlein eben auch meinte, diesem Gebiet ganz sicher gut tun und gut getan haben. Vielleicht noch, das Ganze war als Wohltätigkeitsveranstaltung gedacht. Und Wohltätigkeit heißt, man wollte Geld sammeln. Und für dieses Geld sammeln wurden diese Flugpostmarken, oben links haben wir die Marke zu 10 Pfennig, herausgegeben. Und diese Flugpostmarken waren eben nicht frankaturgültig, sondern waren Spendenmarken für den wohltätigen Zweck. Für die Frankatur, das heißt für die Beförderung der Karten, waren die 5 Pfennig Reichspost mit der Germania, und zwar meistens die Ausgabe von 1911, also mit Wasserzeichen Germania, vorgesehen. Für Auslandspostkarten kostet das Ganze 10 Pfennig. Da das Ganze nun Wohltätigkeit sein sollte, musste auch was herauskommen. Insgesamt wird der Umsatz auf etwa 100.000 Mark damals geschätzt und etwa 35.000 blieben für die Stiftung übrig. Die Stiftung gibt es auch heute noch in Darmstadt. Und mit dem Eleonorenstift in Darmstadt ist der Name Eleonore verbunden. Und damit habe ich auch schon übergeleitet zu den Herrschaften rechts auf dem Bild. Das ist Ernestine Eleonore von Solms-Hohensolms-Lich, die den Großherzog zu Hessen und bei Rhein, für den es die zweite Ehe war, geheiratet hat. Hohensolms-Lich war bis 1803 eine selbstständige Herrschaft, ist aber großenteils in Hessen-Darmstadt aufgegangen. Und die Großherzogin, wie gesagt, hat sich mit diesen Wohltätigkeitsveranstaltungen auch schon vorher, die sogenannte Postkartenwoche, gab es auch schon 1909, 1910, 1911, hervorgetan. Nach ihr heißt in Darmstadt heute noch die Eleonorenschule und wie schon gesagt das Eleonorenstift. Der Großherzog Ernst Ludwig war weniger mit der Wohltätigkeit verbunden als vielmehr mit der Kunst. Sein Hobby war, Künstler zu versammeln und in Darmstadt bauen zu lassen. Die sogenannte Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe, ich komme nachher nochmal drauf zurück, geht auf dieses Wirken zurück und sie hat dazu geführt, dass Darmstadt heute im Weltkulturerbe seit 2 Jahren aufgenommen ist. UNESCO-Weltkulturerbe. Ernst Ludwig hat sich außer um Kunst auch um die Wissenschaft verdient gemacht. Die Technische Universität hat auch ihn in ihrem Namen, nämlich die Ernst-Ludwig-Gesellschaft, die Gesellschaft der Freunde, war zeitweise im Vorstand, heißt heute noch Ernst-Ludwig-Gesellschaft. Das heißt, diese beiden Herrschaften, die letzten Großherzöge in Darmstadt waren, haben noch Spuren hinterlassen, die noch heute nachwirken. Der Herr unten im Bild ist August Heinrich Euler, der, wir kommen nachher noch genauer drauf, der auf die Idee kam, man möge doch die Karten durch die Luft befördern. Dann würde man viel mehr verkaufen können und viel mehr Geld einnehmen, das für wohltätige Zwecke
Und wie gesagt, 35.000 Mark waren damals schon eine ganze Menge Geld, gebraucht werden könnte. Euler selbst war Unternehmer. Er hatte damals Geld verdient mit Zubehörteilen für Flugzeuge und Fahrräder, hatte einen Großhandel gewissermaßen aufgebaut damit und war auch damit beschäftigt, Flugzeuge zu bauen. In Deutschland war damals der Bau von Flugzeugen nicht im Vordergrund, sondern man war eher auf Luftschiffe bedacht. Das heißt, in Deutschland war man auf den Transport mit Geräten leichter als Luft aus, die sogenannten Zeppeline, während Flugzeuge als leichter als Luft bezeichnet wurden. Und Euler wollte nun auch dafür sorgen, dass das sich ein bisschen ändert. Das heißt, er wollte mit der kostenlosen Zurverfügungstellung und mit dem Transport durch die Luft auch Reklame für sein Flugzeug machen. Denn er hatte in der Nähe von Darmstadt auf dem Griesheimer Sand einen Flugplatz angelegt und hat dort auch Fluglizenzen vergeben. Das heißt, er hat Flugschüler ausgebildet. Sein Trick war, er hat den Griesheimer Sand für 1 Euro gepachtet pro Jahr. Cool. Und dafür hat er aber auch die Offiziere des Großherzogs umsonst ausgebildet. Das heißt, er war schon ein relativ geschickter Geschäftsmann. Das waren die drei Persönlichkeiten, die dafür gesorgt haben, dass eben diese Flugwoche zustande kam. Jetzt wollen wir weitergehen. Geht aber nicht. Um diese ganze Flugwoche zu organisieren, hatte die Zentrale zusammen mit der Großherzogin einen Antrag beim Reichspostamt gestellt, um die Genehmigung zu erhalten, diese Organisation zusammen mit der Reichspost durchzuführen. Die Genehmigung kam am 1. Juni. Und das war ein bisschen knapp dann, alle Briefmarken und Postkarten zu drucken. Und es gab auch einige Plattenfehler bei den Marken, bei den Spendenmarken, bei den Postflugmarken und auch bei den Karten. Die Marken, die am 10. Juni ausgegeben wurden, waren eine Marke zu 10 Pfennig und eine Marke zu 20 Pfennig. Wir haben eben die 10 Pfennig bereits gesehen und jetzt suchen wir die anderen und hoffen, dass wir es gleich kriegen. Es waren Marken, die entworfen wurden von Friedrich Wilhelm Gleukens. Und Friedrich Wilhelm Gleukens war einer der Künstler, die Ernst Ludwig in seiner Künstlerkolonie versammelt hatte. Er war der Maler für Malerei und Design und gestaltete die Marken. Die Marke selbst, haben wir eben gesehen schon, hat einen Vogel, den wir nicht näher charakterisieren können. Hier sind die beiden Marken vom 10. Juni 1912. Ein Vogel, der einen Brief im Schnabel hat. Die Umschrift heißt Luftpost am Rhein. Und unten auf dem Stempel ist eine Karte, in diesem Fall ist es die Karte vom Großherzog, ist eine Karte und hier steht Flugpost am Rhein und am Main. Das heißt, ob Flugpost oder Luftpost war man sich nicht ganz einig. Eine offizielle Kommission hatte beschlossen, dass das Luftschiff fährt und die Flugmaschine, das heißt das Flugzeug,
Das Wort gab es damals noch nicht, flog durch die Luft. Also das war als Unterschied gemeint. Aber selbst die Organisatoren hier haben das fleißig durcheinander geworfen. Wir sehen also hier eine Postkarte, eine offizielle Postkarte, in diesem Fall mit der Abbildung des Großherzogs, die in Frankfurt verkauft wurde. Oben in der Mitte sehen wir den Stempel der Verkaufsstelle Grödel in der Kaiserstraße. Und das sind einige haben das ebenso gemacht. In Frankfurt sollten eigentlich keine Karten der großherzogigen Familie verkauft werden. Warum? Frankfurt war preußisch und gehörte und nicht hessisch. Frankfurt war nie hessisch bis 1946. Und die Großherzog, aber angeblich haben Offenbacher Mädchen die Postkarten mit der großherzigen Familie in Frankfurt verkauft. Alles Schlechte und Böse in Frankfurt kam, wie jeder weiß, immer aus Offenbach. Und wie gesagt, hier haben wir also die beiden Flugpostmarken von 1912 und die eine der Karten, hier mit dem Stempel von Frankfurt und dem Ausgabe, dem Verkaufsstempel von Grödel. Und das geht hier weiter. Ja. Und wir haben hier von den Plattenfehlern, habe ich eben schon gesprochen, für die Nummer 1, Römisch 1, wie sie im Verkauf im Michel steht, gibt es 6 Plattenfehler, 2 davon habe ich hier auf Karten. Und die habe ich hier nochmal etwas größer, erkennen wird man es trotzdem nicht. Nochmal größer heraus, die Plattenfehler auf den Marken größer herausgenommen. Es sind die üblichen Punkte und Kommas, die eben nicht dahin gehören, wo sie gerade sind. Vielleicht noch ganz kurz etwas zu meinen Überschriften. Ich habe links immer die Flugpost am Rhein und am Main. Das heißt, ich habe den Namen des Stempels gewählt. Und rechts habe ich die jeweilige Gruppe, die angesprochen wurde im Verlauf dieser Aktion. Hier eben die Drucker, die Plattenfehler produziert haben als Gruppe. Wie gesagt, für die Zehner sind 6 und für die 20er wohl auch 6 Plattenfehler im Michel verzeichnet. Am 10.06. ging es letztendlich los, und zwar flog Apparat mit dem Leutnant Ferdinand von Hittesen hier unten auf dem Bild von Frankfurt Niederrad, wo Euler seine Fabrik hatte, nach Darmstadt auf den Exerzierplatz, wer Darmstadt kennt, wo man reinkommt, gleich rechts war, als und dort wurde er von 15.000 Leuten erwartet. Um 19:04 Uhr flog er in Niederrad los. In 14 Minuten war er in Darmstadt. Und wie gesagt, die 15.000 Leute haben ihn erwartet. Unter denen war auch die Fotografin Frau Hohmann, die dieses Bild hier gemacht hat, und noch einige weitere, von denen ich aber nicht alle zeigen will, sondern nur kurz darauf eingehen. Und das Flugzeug war der gelbe Hund. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Bei dieser Ankunft waren dann auch Postillone da mit Hörnern, die nun bliesen, nicht als das Flugzeug kam, sondern als Serenissimus erschien. Der Großherzog und die Großherzogin wurden mit Posthörnern begrüßt. Unten drunter das Bild ist das damalige Flugpostamt, das dort aufgerichtet war am Exerzierplatz. Ich sollte noch sagen, dass die Karten grundsätzlich in jeden Briefkasten eingeworfen werden konnten. Sie wurden dann aussortiert und den Flugpostämtern zur Abstempelung übergeben. Wie gesagt,
Der Erstflug war der 10.06. mit dem Flugzeug Gelber Hund von Frankfurt nach Darmstadt. Der Gelbe Hund sollte ursprünglich nur die Karten nehmen, die eben mit Gelber Hund gekennzeichnet waren. Da aber am 10.06. nur er allein flog, hat er in 50 Kilo Post alle Karten mitgenommen, die damals in Frankfurt vorrätig waren. So zum Beispiel diese hier, die eben zum 10.06. und nur Frankfurt hat am 10.06. und 11.06. gestempelt. Die anderen, hier wie gesagt die Ankunft, ach so, die Ankunft, hier das Ausladen der Postsäcke. Es waren zwei Postsäcke à 25 Kilo, die Hittesen mitbrachte und die am Darmstadt ausgeladen wurden. Das ging hier mit dem Flugzeug sehr viel besser, denn das Flugzeug landete in Darmstadt und die Säcke konnten unmittelbar ausgeladen und der Reichspost übergeben werden. Während das Flugzeug flog und Post an Bord hatte, führte es die Reichspostflagge. Das heißt, es war eine sehr offizielle und amtliche Unternehmung. Ich habe hier das dann mit der Überschrift die Flugunternehmer, also erstmals hier den Erstflug und dann den gelben Hund. Für die Beförderung mit dem gelben Hund, ich hatte eben bereits gesagt, dass Euler den gelben Hund zur Verfügung stellte, gab es extra Flugpostmarken, weiß jeder, nämlich die 10-Pfennig-Marke mit dem Überdruck gelber Hund. Und von diesen wurden 30.000, sagt Leo Herrschlein, der hier ist, und 10.000, sagt Euler und Hahn, die nicht hier sind, überdruckt. Und die Karten, die extra dafür waren, orange Karten, die wir hier sehen, und auf der Rückseite der Text, den wir nicht lesen können, sagt, diese Karten werden mit dem Flugzeug befördert. Warum? Der gelbe Hund konnte weniger transportieren als ein Luftschiff. Deswegen war das Ganze teurer. Und das Publikum hat auch entsprechend reagiert. Das heißt, es gibt relativ wenig Karten mit gelben Hundmarken, die handschriftlich an Privatleute gerichtet sind. Die meisten gehen an das alte Palais in Darmstadt oder an die Palaisverwaltung in Mainz und haben zwei gelbe Hundmarken oder ähnliches. Neben diesen gelben Karten, hier haben wir nochmal zwei, die Stempel vom 11.06., der nur in Frankfurt abgeschlagen wurde, wie eben gesagt, und unten der Stempel 12.06. von Offenbach, obwohl der gelbe Hund nie in Offenbach war. Offenbach wurde vom Flugzeug nicht angeflogen. Die Karten sind sehr wahrscheinlich nach Frankfurt transportiert worden und von dort aus mit dem Flugzeug weiter befördert worden. Einer der berühmtesten Fehldrucke, den alle Deutschlandsammler kennen, ist der gelbe Hunna. Ich habe hier zwei gelbe Hunnas, die oben auf einer Karte kleben, unten noch einen. Und hier alle die ich habe, zusammengestellt. Letztes Jahr hat Jeschke Lantelme in der Philatelie diesen Hunna nochmal angesehen und hat tatsächlich die Merkmale im Bogen anhand der ursprünglichen Merkmale der Fehldrucke der Uhrmarken lokalisiert. Er kann damit neun verschiedene Positionen im Bogen feststellen.
Was wir hier auch sehen, ist, dass links oben ist eher ein Entwicklungsfehler. Das heißt, dieser Fehler wurde nach und nach immer deutlicher. Das D ist kürzer, aber noch kein richtiges A. Auf den anderen drei Marken ist das A tatsächlich ein A. Wenn man aber noch genauer hinsieht, sieht man noch eine ganze Reihe zusätzlicher Fehler. Nämlich im D ist auch eine hohle Stelle. Das hat Jeschke-Lanthelme als Nebenfehler bezeichnet. Auch weitere Nebenfehler sehen wir auf allen drei Marken in den Balken, die Zehen und die Pfennige durchspalten. Auch dort sind gewissermaßen Löcher drin. Und das G, zum Beispiel unten links, ist ebenfalls sehr fehlerhaft und unten links ist auch das L kaum sichtbar. Das heißt, neben dem Hunar gab es auch eine ganze Reihe von zusätzlichen Aufdruckfehlern, die es erlauben, jetzt die Position der Fehler innerhalb des Bogens genauer darzustellen, als es bisher immer war. Denn bisher, Michel gibt also summarisch zwei Felder an. Und das kann nicht sein. Also Jeschke-Lanthelme hat das hier sehr viel besser geklärt. Und wie gesagt, aus meinem Bestand kann ich die vier beisteuern. Neben den orangen Karten, die wir eben gezeigt haben, gab es auch rote Karten. Und weil alles so schön Hund heißt, sind das hier eben die roten Hunde. Die roten Hunde, die Karten waren dafür gedacht, drei Spendenmarken aufzunehmen und für 3 Mark verkauft zu werden. Ich habe hier also eine Karte Vorder- und Rückseite, Vorderseite mit einer gelben Hund, Rückseite mit zwei und mit einer Handschrift. Die Rückseite ist eine andere Karte als die oben. Die Rückseite ist mit handschriftlich bezeichnet und die Handschrift auch auf der Anschrift. Oben ist der Stempel Altes Palais Darmstadt, der in drei verschiedenen Versionen angebracht worden ist. Hier ist der kleine Stempel, der eigentlich das seltenste von den dreien ist. Ich sollte noch etwas, bevor ich jetzt mit dem gelben Hund zum Namen gelber Hund sagen. Ich habe in der Philatelie einen kleinen Artikel dazu geschrieben. Der Katalog sagt, gelber Hund heißt gelber Hund, weil die Reichspost die Farbe gelb hatte. Nun, so summarisch stimmt das nicht. Die Reichspost hatte gelb als Farbe der Fahrzeuge. Die Briefkästen waren aber blau. Also generell Farbe gelb sicher nicht. Aber selbst wenn die Farbe damit erklärbar wäre, dann fehlt uns immer noch der Hund. Wo kommt der Hund her? Ich habe französische Wikipedia und Ähnliches gelesen und auch französische Luftpost. Also Euler war während seiner Tätigkeit als Händler und auch früher bei Lern, er hat also er ist 68 geboren, er war damals 41, als diese Geschichte, oder 71 geboren. Also er war 41 um diese Zeit, als die war. Und er war schon einige Jahre auch in Frankreich gewesen, konnte sehr, sehr gut Französisch. Und ich sagte eben schon, dass in Frankreich die Flugzeuge gebaut wurden. In Deutschland Zeppelin, hier haben wir einen. Und in Frankreich die Flugzeugbauer Barmann oder Blériot, der als erster den Ärmelkanal überquert hatte, und vor allem die Brüder Voisin, Voisin-Frère, die wie Barmann auch eine regelrechte Flugzeugfabrik in der Nähe von Paris aufgebaut hatten. Und von Voisin hat Euler ein Flugzeug gekauft,
mit einem Motor, der nicht ging. Er brachte das Flugzeug jedenfalls nicht zum Fliegen. Und laut seines damaligen Mitarbeiters Hirt, der später auch Flugzeug gebaut hat, hat er geflucht wie der berühmte preußische Leutnant auf den verdammten Chien, den verdammten Hund. Nun muss man wissen, in Frankreich waren gelbe Hunde, Chien schon, Arbeiter auf den Werften, die auf Schiffswerften gearbeitet haben. Und als dann der Flugverkehr aufkam, wurde der Begriff auch auf die Flugzeugarbeiter übertragen. Insbesondere auf Flugzeuge einwinken, die Chien schon genannt wurden. Ich habe es nicht ganz genau herausgegeben, ich glaube aber gefunden zu haben, dass Voisin selbst schon ein Flugzeug bei sich, Chien schon, das heißt gelber Hund, genannt hat. Dass Euler also diesen Begriff nicht ganz aus der Luft gegriffen hat. Den Chien schon gar nicht. Denn Chien war auch in Frankreich als Schimpfwort, und ich erinnere mich selbst, als de Gaulle ein Referendum verloren hat, 1970, hat er Frankreich als ein Chien-Lit bezeichnet, also ein Hundebett, Chien-Lit, auf Deutsch Saustall. Und dieses scheint also tief verwurzelt zu sein. Und die gelben Westen kennen wir aus der kürzlichen Geschichte in Frankreich auch. Das heißt, Euler hat diesen Begriff gekannt, hat auf das Flugzeug, was er nicht zum Fliegen bekommen hat, hat dann viele, viele Prozesse geführt mit Voisin, genannt. Und als er dann ein eigenes Flugzeug zusammengebaut hatte, so beschreibt es sein Enkel, hat er dem den Namen Gelber Hund gegeben. Und das war die Flugmaschine Nummer 33, Gelber Hund. Also damals nicht Flugzeug, sondern Flugmaschine. Soweit also zum Gelben Hund und zur Flugmaschine. Ich sagte bereits, dass neben dem Gelben Hund auch Luftschiff eingesetzt wurde. Die Luftschiffe wurden damals betrieben von der deutschen Luftschiffaktiengesellschaft DELAG, die in Frankfurt am Rebstockgelände einen Flughafen betrieb. Und die DELAG stellte nach Besprechungen mit der Reichspost und so weiter ihr Luftschiff Nummer 10, die Schwaben, zur Verfügung. Die Schwaben hatte als Heimathafen Baden-Oos und flog am 11. Juni nach Frankfurt, übte erstmal von Frankfurt nach Wiesbaden und hat am 12. dann die große Rundreise gemacht. Das heißt, die Schwaben flog nach Offenbach, dann nach Darmstadt, dann nach Mainz und schließlich nach Frankfurt. Worms wurde ausgelassen. Die Schwaben konnte mehr als zwei Postsäcke befördern. Und sie beförderte insgesamt 80% der gesamten Karten, die befördert wurden. Hier steht, dass 460, 700 Karten verkauft wurden. Ich glaube, Herr Herrschlein, ist auch bei Ihnen so. Und Euler rechnet nach, dass 433 geflogen sind, anhand der Gewichte der Postsäcke und dergleichen Dinge mehr. Dass also 6% nicht geflogen wurden, weil sie wahrscheinlich gefälligkeitsbestimmt gestempelt waren oder sonst was. Das Luftschiff Schwaben sehen wir unten. Es ist damals das größte gewesen, mit 140 Meter Länge, und war das erste, was kommerziell ein Erfolg war für die Firma Zeppelin in Friedrichshafen.
Die Schwaben, hier steht eine Karte, per Luftschiff Schwaben befördert. Und das untere ist am 12.06. von Offenbach am Main. Das heißt, der Ersttag ist für alle Orte außer Frankfurt der 12.06. Hier Offenbach, dann hier Mainz und Worms. Die nächsten Mitspieler in dem ganzen Spiel, die Beamten im Reichspostministerium. Ich sagte eben, ich habe die einzelnen Gruppen, hier werde ich beleuchten, die das Spiel mitspielten. Die Beamten im Reichspostministerium hatten zwar zugebilligt, dass es einen extra Stempel gibt, der übrigens vom Reichspostministerium in Berlin bei der Firma Gleichmann beauftragt worden war. Aber es gab auch mal einige Leute dort, denen war nicht recht, dass eine nicht vom Reich der Reichspost herausgegebene Marke einen amtlichen Stempel bekam. Also haben sie Telegramme an die Oberpostdirektion Frankfurt und die Oberpostdirektion Darmstadt geschickt. Die Marken dürfen nicht gestempelt werden. Das war am 14. Am 10., wie gesagt, das war ein Montag, fing das Ganze an. Der 14. Donnerstag, es darf nicht mehr gestempelt werden. Großer Protest beim Publikum, denn die wollten alle diesen Stempel haben. Also wurde protestiert, auch vom Veranstalter der Zentrale und, wie es heißt, auch von der Großherzogin, dass dieses Stempeln aufgehoben wurde. Das Ganze ist in die Geschichte eingegangen als sogenanntes Stempelverbot. Und es gibt Karten, die eben keinen Stempel haben, wie die obere, und es gibt Karten, wie die untere, die zwei verschiedene Daten haben. Denn wie gesagt, am 14. durfte nicht gestempelt werden, aber in Frankfurt und Darmstadt wurden die Karten zurückgehalten, in Mainz, Worms zum Teil nicht. Das heißt, Worms hat am ehesten nicht gestempelte Spendenmarken. Mainz hat dann später nachgestempelt, sodass wir hier also beide Versionen der Stempelverbots, also Nichtstempelung und Nachstempelung, sehen. Dann spielt natürlich auch die Postbeamten mit. Die Postbeamten in den genannten Städten hatten von ihrer Oberpostdirektion exakte Anweisungen, was zu tun sei. Das heißt, eine Karte musste mit einer frankaturgültigen Marke beklebt sein und nicht nur mit einer Spendenmarke. Also das da oben ist ein Fehler der Postbeamten, denn die Karte hätte nicht befördert werden dürfen, weil sie keine Frankaturmarke hatte. Die untere Marke ist ohne Frankatur befördert worden. Während die obere kein Nachporto hatte, hatte die untere Nachporto zu zahlen, 10 Pfennig mit einem Stempel von Köln, der das belegt, dass hier 10 Pfennig Nachporto erhoben wurden. Die Postbeamten haben auch noch weitere schöne Dinge gemacht, die die Sammler heute erfreuen. Wir haben also oben einen Zahlendreher im Stempel. Das heißt, der Stempel ist am 21.12.6. statt am 21.06.12 in Darmstadt abgestempelt worden. Das ist relativ häufig. Schreibt Herr Stein, schreiben Sie, dass dieser relativ häufig ist. Also ist der einzige, den ich bisher gesehen habe. Das untere, sehen wir, ist nachgesendet worden, haben auch die Postbeamten gemacht, mit einer zweiten 5-Pfennig-Marke, ist zunächst ans Alte Palais nach Darmstadt. Das heißt, wahrscheinlich so gekauft worden, dann nach Bad Nausen in der Nähe von Blankenburg in Thüringen geschickt worden und nach Berlin nachgeschickt worden. Alle diese schönen Dinge gibt es dabei. Und dann war Folgendes, dass es eben die Leute. Ach so, oben wollte ich noch zeigen.
Die Marke ist am 9.6. in Rüsselsheim gestempelt worden und wurde dann in den Verkehr hineingegeben. Es ist eine Karte mit dem Großherzog von 1911. Und warum der Postbeamte in Offenbach den Stempel nicht auf die Spendenmarke gesetzt hatte, am 12.06. gab es kein Stempelverbot, ist mir nicht ganz ersichtlich. Aber es ist immerhin relativ selten, dass ein normaler Poststempel neben dem Flugpoststempel steht. Die untere Marke führt über zum nächsten. Sollten die Postkarten, die offiziellen Postkarten für 20 Pfennig verkauft werden. Und daran haben eben die Leute wie zum Beispiel Grödel in Frankfurt oder Anstoß in Mainz die Postkartenverkäufer 20 Pfennig verdient. Es gab aber natürlich auch schlaue Leute, die haben gesagt, naja, dann nehme ich doch einfach eine Postkarte für 5 Pfennig und dann spare ich mir die 20 Pfennig. Das sehen wir unten. Also eine normale Postkarte des Deutschen Reiches damals mit einer Spendenmarke zusammen. Und wir auch noch nach München gegangen und die Nummer des Postbeamten, der das Ganze ausgetragen hat. Also wie gesagt, das hat offenbar den Kartenverkäufern nicht gefallen, dass hier Schlaumeier die 20 Pfennig gespart haben. Deswegen haben sie gesagt, wir wollen eine zusätzliche Marke zu 30 Pfennig. Und dann könnt ihr damit alles bekleben, was ihr wollt. Denn dann sind die 20 Pfennig für die Karte mit drin. Also hier oben haben wir dann eine Postkarte, die dann mit 30 Pfennig, mit der neuen Marke, die am 17. Juni herauskam, also für die zweite Woche, die eigentlich nicht vorgesehen war, die aber deswegen kam, weil damals die Leute eben mehr für moderne Technik übrig hatten als heute. Und zum anderen, weil die Karten noch nicht alle befördert waren, die rumlagen. Denn wir hatten eben gesagt, der gelbe Hund flog eben nach Darmstadt und flog dann nach Worms und Mainz am 13. Juni. Das Datum war lange umstritten, scheint aber jetzt klar zu sein. Aber dann war 4 Tage Pause und am 17. ging es erst von Mainz nach Darmstadt zurück. Es blieb also einiges an Karten liegen. Und deswegen kam das Luftschiff in der zweiten Woche nochmal zurück. Hier also, wie gesagt, die Karten mit. Trotzdem wollten die Leute die 30-Pfennig-Karten nicht so gern haben. Deswegen wurden sie also per 3 für 1 Mark verkauft mit dem, meistens mit der Adresse Altes Palais. Hier habe ich unten, man sieht es wahrscheinlich nicht, den Plattenfehler Gelber Mond, der mit der berühmteste ist. Also es ist ein großer Mond, Entschuldigung, großer Mond auf der Karte hier unten. Aber es waren immer noch 30 Pfennige übrig, immer noch übrig. Und die letzten roten Hunde, über die wir eben schon gesprochen haben, wurden dann gegen Ende der Flugwoche mit 30 Pfennigmarken beklebt. Wobei 10 grüne 30er Pfennigmarken beklebt wurden, manchmal auch nur 9 wie hier. Und auf den nummerierten Karten gelber Hund und nach den Autoren, die wir schon zweimal zitiert haben, sind etwa 50 Karten, 50 rote Karten mit grünen Marken beklebt worden. Und weil das so schön ist und weil der Marketing so schön heißt, nennt man die jetzt grüne Hunde. So, dann habe ich als weitere Gruppe die Empfänger ins Ausland wurde auch geschickt. Die obere Karte sieht man auf den ersten Blick nicht an, dass sie ins Ausland gegangen ist. Sie ging nach La Roche in Marokko. Und La Roche in Marokko war damals ein deutsches Auslandspostamt. Folglich genügten 5 Pfennig
für das Porto nach Marokko auf dem Auslandspostamt. Dagegen unten die Karte nach Paris brauchte 10 Pfennig für das Auslandspostamt. Ähnlich hier 10 Pfennig nach England und nach den USA, die eben ins Ausland gingen, hier als Gruppe die Empfänger. Haben schon verschiedentlich gesagt, dass die Veranstalter auch mit ihren Karten kamen. Und zwar mit Ansichtskarten, die hier eben die Familienangehörigen zeigen. Die obere Karte ist von 1912 neu gedruckt worden. Die untere ist von 1911. Die Karten, die in der Postkartenwoche 1911 und 1910 angefertigt worden waren, waren erlaubt und zugelassen. Sie sind allerdings sehr selten. Ich habe sie hier einander gegenübergestellt, um den Unterschied zu zeigen. Die Karten von 10 und 11 haben links das Emblem, links oben, das Emblem der Zentrale für Mütter- und Säuglingsfürsorge. Und sie haben unten eine kleine Nummer, die auf das jeweilige Motiv hindeutet. Die Karten von 1912 beruhen auf Fotos des Herrn Steinacker, des Hoffotografen. Und die von 1911 sollen teilweise von der Großherzogin selbst auf Fotografien angefertigt worden sein. Hier ein kleiner Einschub zu Darmstadt. Wir hatten gesagt, dass das Großherzogspaar hat 1905 geheiratet und damals wurde dieser Turm hier, der Hochzeitsturm, in Darmstadt auf der Mathildenhöhe erbaut. Er heißt Hochzeitsturm wegen der Hochzeit. Hier rechts ist die russische Kapelle. Die russische Kapelle, auf die wir gehen nachher noch darauf ein, warum wir die in Darmstadt haben. Hier vorne, dieses Schwimmbad, hat Albin Müller gestaltet, der auch zur Künstlerkolonie gehörte. Und dieses ganze Ensemble der Mathildenhöhe ist im Jugendstil in Darmstadt und als solcher Weltkulturerbe der UNESCO seit 2021. Die Familie hatten wir einige Male erwähnt. Das sind die beiden Karten, die ich vorher schon hatte. Die Familie oben, Ernst Ludwig, Eleonore und die beiden Söhne, Erbprinz Georg Donatus und Prinz Ludwig. Unten die Karte von 1911, die wir eben auch gesehen haben. Und die beiden Prinzen. Und ich zitiere hier Herrn Herrschlein, dass vielleicht noch 10 oder 20 Stück davon erhalten sind. Ich hatte eben bereits die russische Kapelle erwähnt und leite hiermit über. Wir haben eine Postkarte oben. Die Vorderseite haben wir links. Die Vorderseite zeigt die russische Verwandtschaft des Großherzogs. Die Schwester des Großherzogs, Alice von Hessen und bei Rhein hat den russischen Zaren, den letzten russischen Zaren, Nikolaus II. Geheiratet. Sie bekam dort in Russland den Namen Alexandra Fjodorowna und sie war schon die vierte Darmstädter Prinzessin, die in den russischen Hof, in die Dynastie Romanow eingeheiratet hatte. Die anderen waren die Ehefrauen von Nikolaus I., Alexander III. Und vom Bruder von Nikolaus dem Sergei. Angeblich waren die Darmstädter Prinzessinnen in dem Sinne pflegeleicht, dass sie bereit waren, als Protestantin zum orthodoxen Glauben überzutreten, während das mit Katholiken etwas schwieriger war. Die Alice oder Alexandra hat allerdings dem russischen Hof nur bedingt Glück gebracht, denn der Zarewitsch, der russische Kronprinz, den wir hier vorne links sehen auf der Karte, hat die Bluterkrankheit
von ihr geerbt. Und das hat nun doch einige, die allerdings von Victoria, der Großmutter der Alexandra, kam. Rechts haben wir nochmal die beiden Darmstädter Prinzen, die hier auf der Krim sich am Meer vergnügen. Es gab neben den Familienkarten, die wollten ja auch schließlich zeigen, was sie alles haben, auch Karten von Burgen und Schlössern. Hier haben wir das Schloss Wolfsgarten in der Nähe von Egelsbach. Heute gehört es zu Langen. In Egelsbach sagen sie heute noch, die Langen, das sind die Schlossräuber. Denn Egelsbach ist schließlich stolz darauf. Und da meine Frau in Egelsbach geboren ist, muss ich das natürlich betonen. Und die Langener Schlossräuber haben also Wolfsgarten jetzt okkupiert. In Wolfsgarten hat die Prinz Ludwig nachher gelebt, ich komme gleich nochmal. Und im Garten von Wolfsgarten ist dieses Schlösschen für die Prinzessin Elisabeth gebaut worden von Olbricht, der führende Architekt der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe war. Und es ist wohl das einzige Bauwerk von Olbricht, der nachher in Wien Jugendstil gebaut hat, das erhalten geblieben ist in Darmstadt. Das Olbricht-Haus wurde im Krieg schwer beschädigt. Hier nochmal, Jagdschloss Wolfsgarten wurde 1722 bis 24 unter Landgraf Ernst Ludwig erbaut. Hier die Karte. Und wie bereits gesagt, der Prinz Ludwig, der kleine Bub, den wir eben drauf hatten, und seine Frau wohnten dort. Nach ihrem Tod fiel das Schloss an die Hausstiftung Hessen-Kassel, mit denen sie haben sich jahrhundertelang bekriegt mit Kassel, aber sie waren beide Hessen. Also hat Hessen geerbt und verwaltet heute Wolfsgarten. Vielleicht noch kurz zur Familie. Ernst Ludwig wurde 1918 abgesetzt. Er starb 1937. 3 Wochen später ist die ganze Familie, also er nicht mehr, aber seine Frau Eleonore, der Erbprinz Georg Donatus, dessen Frau und dessen Kinder nach England geflogen, um den Ludwig zu verheiraten mit einer Margret Gede oder Gede. Und dabei ist das Flugzeug in Ostende an einen Schornstein geprallt und die gesamte Familie ist dabei umgekommen. Sind in Darmstadt auf der Rosenhöhe beerdigt. Hier nochmal die Feste Otzberg im Odenwald, die damals auch zum Großherzog gehörte. Und hier die dritte Karte, nämlich der Frankenstein bei Darmstadt, Eberstadt, von dem man wunderschön auf den Rhein gucken kann. Ist eine Restauration oben, habe ich öfters mit. Und der Frankenstein soll ja Namensgeber des Monsters Frankenstein sein, den die Miss Shelley erfunden hat. Es kann sein, es hat auch dem Frankenstein einen Alchemisten gegeben, nämlich Konrad Dippel, der dort oben chemische Experimente machte. Ist also nicht ganz auszuschließen, dass da ein gewisser Grund dahinter ist. Das war also das Kapitelchen über die Unternehmer, über die Veranstalter des Ganzen. Und schließlich haben dann auch gemerkt, die Unternehmen in der Umgebung, dass man vielleicht damit auch ein bisschen Reklame machen könnte. Eines Unternehmen, das für Touristik war, war der Verein für Fremdenverkehr von Ulm. Und die haben natürlich an den Schneider von Ulm, Johann Werblinger, der 1811 bei Flugversuchen in die Donau stürzte, geworben. Ein anderer Werber war die Berliner Zeitung, von der wir unten handschriftlich die Rahmung sehen. Recht schön, Junker und Ruh, Gasherde als Werbung oder oben Peters Pneumatik, die ebenfalls wirbt. Kupferberg Gold und Emanuel Merck haben Betriebe aus der Region eben auch gemerkt,
Sie könnten mal Grüße aus der Luft an Ihre Kunden übermitteln. Ob es geholfen hat, wissen wir nicht. Merck gibt es heute noch, Kupferberg weniger. Schließlich, kurz vor Ende der festgesetzten, jetzt für der festgesetzten zweiten Woche, kamen noch zwei Marken, nämlich die 10 und die 20 Pfennig mit Überdruck ELP heraus. Mit 3.000 bzw. 6.000 Auflage. Die Marken wurden herausgegeben, zum Teil eben aus Aufbrauch. Man hatte von den 400.000, 500.000 10 Pfennig und 200.000 20 Pfennig noch einige. Also machte man ein Preisausschreiben. Man sollte erraten, was sich die Veranstalter mit EELP gedacht hatten. Natürlich hat jeder gemeint, das heißt Eleonore und Ernst Ludwig liegt ja nahe bei aber gedacht hatten die sich XS Luftpost. Zu Ende ist die Luftpost. Die Marken, wie gesagt, kamen am 22. heraus. Die meisten sind in Frankfurt gebraucht worden. Hier habe ich einen aus Darmstadt an den Major Schnitzspahn. Und unten eine kleine Fußnote. Schnitzspahn ist in Darmstadt eine sehr bekannte Familie, Schnitzspahnstraße am Botanischen Garten. Die Hofgärtner für mehrere Generationen. Hier sind die beiden ELP-Marken und mit der Werbung der Firma Paul Hartmann, damals Heidenheim, Filiale in Frankfurt. Wobei die Filiale in Frankfurt sich nachher zu einem großen Werk, Hartmann und Braun, entwickelt hat, das ja heute noch existiert. Und Hartmann hat seine Werbung alle mit EELP-Marken versehen. Das heißt, wenn man Hartmann-Werbung auf der Rückseite sieht, ging die immer mit EELP. Und hier habe ich eine EELP-Marke mit dem Plattenfehler 7, nämlich Rahmen über 2 gebrochen, den wir vorhin schon mal hatten, ganz am Anfang bei den Marken. Das heißt, hier mit EELP und dem Plattenfehler, das ist schon eine kleine Besonderheit. Und schließlich sei hier das Resümee noch etwas gezogen. Mit dem 23. Juni war die Luftpost zu Ende. Allerdings lagerten noch eine Menge Karten auf den Postämtern. Denn am 23. Juni sollte der gelbe Hund noch mal fliegen. Aber wie so oft hat der Chien nicht so recht gewollt. Also musste die Schwaben noch mal anreisen. Die Schwaben kam und hat dann am 24. oder 27. dann den Restkarten durch die Luft befördert, wie im Vertrag zugesagt. Ich habe deswegen hier Worms genommen mit der Abstempelung 23.06., weil die Schwaben über Worms nochmal Karten abgeworfen hat, als sie dann letztendlich nach Baden-Os zurückgefahren ist. Die Schwaben ist am 28. in Düsseldorf verbrannt. Das heißt, das Fräulein Lilli Eiermann, das als einzige den XS Luftpost richtig gedeutet hatte, konnte ihren Preis, nämlich den Flug mit der Schwaben, gar nicht antreten. Lilli Eiermann fuhr schließlich dann mit dem nächsten Flugzeug, mit dem LZ-11, nämlich Victoria Luise, durch die Gegend. Sie hat also ihren Preis bekommen, aber nicht mit ihrem Flugzeug. Dann habe ich unten noch ein klein wenig darüber philosophiert, was nun amtlich war, inwieweit
dass die erste Luftpost ist. Natürlich sagen die, die in irgendeiner Weise beteiligt waren, das war die erste Luftpost. Es war in der Tat das erste Mal, dass mehrere Städte in einem Kreislauf mit der offiziellen Post beteiligt waren, dass also Privatunternehmen, Euler und die DELAG, mit einem Staat zusammenarbeiteten, der Staat überall die staatliche Überwachung sicherstellte mit seinen Beamten und seinen Stempeln und dass er die Flugmarken auch abstempeln ließ mit einem amtlich hergestellten Stempel. Zudem hatte die Reichspostflagge an allen Geräten zu kleben, wenn sie Post beförderten. Insofern kann man das ganze Unternehmen als amtlich bezeichnen und auch die Flugpostmarken, das heißt die Spendenmarken, sechs an der Zahl, sind amtlich, halbamtlich, wie der Michel schreibt, ist nicht zu Recht zu definieren. Also habe ich mich entschieden, sie amtlich zu nennen. Und damit schließe ich meine Bemerkung zur amtlichen ersten Flugluftpost auf deutschem Boden und vor dem Ersten Weltkrieg. Und kann Fragen beantworten. Vielen Dank.